weil die Aufnahme schon rennt, schalte ich uns mit den Kameras dazu, so dass man uns jetzt sieht. Ich begrüße erstens unsere Zuschauer, aber was viel wichtiger ist, freut es mich, dass wir wieder endlich, nicht online, sondern live, heute gemeinsam plaudern. Wieder eine aktuelle Kapitalmarkt-Talk-Runde mit Martin. Dankeschön, danke, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wir wollten uns ja eigentlich irgendwo in der Herrgotthöhe oder irgendwo treffen. Leider Gottes haben die erst ab Donnerstag offen und heute ist Dienstag, aber umso schöner ist es, dass du bei uns im Büro bist in Graz. Naja, aber wir sind an einer viel banaleren Geschichte gescheitert, weil wie ich begonnen habe, hier draußen im Garten, wo es auch gemütlich ist, aufzubauen, bin ich draufgekommen, dass die Stromversorgung draußen noch nicht so ideal hergerichtet ist. Ja, wir haben noch keinen WLAN-Strom hier in Graz. Genau, deswegen sind wir im Studio und für all jene, die sich an unserem Kabelsalat hier stören, weil die unterschiedlichen Kameraeinstellungen natürlich hier die Kabel mitnehmen, wir versuchen mehr die Optik auf uns zu ziehen und auf unsere Themen, sodass das ablenkt. Und was? Heute gibt es nur einen Wein. Ja, genau. Und was unsere Talks ja ausmacht, dass wir ja, neben einem Glas Wein die Themen versuchen zu verarbeiten. Das, was wir heute haben, dazu reicht hoffentlich die Flasche. Vielleicht etwas Stärkeres gepasst. Also erst einmal stoß mal an. Prosit, Prosit. Bin gespannt. Du wolltest keine Rosés aus Österreich? Es ist so, ich trinke sehr, sehr gerne Rosé, aber ich habe in Österreich noch nicht wirklich empfunden, der wirklich nach meinem Geschmack ist. Mhm. Mal schauen, ob es mir gelingt. Ja. Ja. Ist sehr fein. Also ich muss dazu sagen, aus dem Burgenland. Aus dem Burgenland. Das ist mein Lieblingsrosé. Die Familie Desch hat mich vor Jahren mit diesem Rosé gewonnen und ich habe ja in unseren Aufnahmen oft diesen Rosé getrunken und jetzt habe ich eine Kiste endlich für dich mit. Eine Flasche haben wir daraus heute geköpft und ja. Vielen Dank nochmal. Er ist wirklich lieblich, gut, frisch. Ja, muss ich auch dazu sagen, da bin ich auch wählerisch und ja, aber. Ja, du kennst ja auch die französischen Rosés, vor allem aus Korsika. Alle quer durch. Schon alle durchprobiert. Ja, Martin, wir machen wie immer in unserer netten Art nur wir zwei. Es schaut uns ja niemand zu. Wir können ein paar Themen laut nachdenkend beplaudern. Ich habe, damit wir auch eine Struktur haben für die nächste knappe Stunde, erstens so die Fragestellung mitgebracht, dass wir das diskutieren, weil es jetzt natürlich im Zusammenhang mit den amerikanischen Wahlen die Frage kommt, beeinflusst die Politik tatsächlich dann die Märkte, welche Partei wäre besser für die Börse, was sieht man aus der Vergangenheit? Dann haben anscheinend die Marktteilnehmer mitbekommen, dass wir unseren Kapitalmarkt-Talk haben und schnell, Anfang der Woche, am Montag, hat sich der Kapitalmarkt in Schale geworfen. Hinter uns rennt auch Bloomberg mit den aktuellen Entwicklungen und haben so einen frischen, sommerlichen Flash-Crash gestern erlebt, was das eigentlich bedeutet für die Anleger und wie man damit umgehen kann, außer nur schönreden. Und es gibt eine andere Geschichte, die ich schaue mal, ob das heute reinpassen wird. Ich habe dich ja kennengelernt vor 30 Jahren als Anleihenspezialisten und in der Zwischenzeit ist dein Metier ja gekillt worden von den Notenbankern, weil wir 15 Jahre lang auch in Europa, in Japan noch länger, Nullzinsphase hatten und da hat sich alles eigentlich von den Anleihen verschoben Richtung Dividenden und Aktien und Anleihen waren nicht mehr so interessant. Außer man wollte sich verschulden. Da waren die Anleihen natürlich weiter interessant. Klar. Und jetzt gibt es wieder Zinsen. Und es würde mich interessieren, ob in dir diese junge Liebe zu den Anleihen wieder erwacht ist. Vielleicht bist du schon mittendrin, ich krieg's nur nicht mit. Also das wären so die drei Themen. Was hältst du davon? Perfektes Thema, perfektes Timing. Passt eigentlich alles genau. Und ich habe, obwohl man dich nicht so gut sieht, weil hinten das so hell ist, aber ich habe die Kameraeinstellung so gewählt heute, dass wir trotzdem Richtung Garten rausblicken, weil das einfach so herrlich ist hier im Hintergrund.
Also ich hoffe, in der Großaufnahme, ab und zu zeige ich dich auch größer, dass man sieht, ja, das ist der Martin Mikulik, aber wenn man weiter weg geht, dann wird er kleiner. Zumindest bei uns im Bild ist es grün. Ich hoffe, dass die Kurse auch bald wieder grün sind. Naja, heute war es ja eine Rückwärtsrolle im Vergleich zu gestern. Ganz typisch, wenn jemand gestern in der Früh beim Frühstückscafé die Headlines gelesen hat, ist ihm wahrscheinlich die Tasse aus der Hand gefallen. Und wenn er dann gestern Aktionen da aufgrund der gestrigen Schlagzeile gesetzt hat, ist ihm die Tasse heute wieder aus der Hand gefallen, weil gestern war minus 12% im japanischen Markt, heute plus 10%. Ja, also nur auf die Nachrichten zu reagieren, ist, wie wir das ja so oft hören, viel zu spät. Ja, es ist wie oftmals in der Kapitalveranlagung, du hast vorhin das Wort reagieren genannt, und reagieren ist in der Regel nicht das beste Rezept in der Kapitalveranlagung. Agieren wäre eigentlich der bessere Weg, und ich glaube auch im Laufe unseres Gesprächs werden wir vielleicht den einen oder anderen Tipp vielleicht geben können, um das zu verbessern. Aber das Spannende ist, das ist ja gerade das ist ja für Anleger so schwierig, weil sie ja sagen, das sagen sie auch oft den Beratern, wenn was passiert, geben Sie mal Bescheid, damit wir dann reagieren können. Und eigentlich in dem Moment, wo ein Kunde das als Erwartungshaltung bei einem Berater formuliert, muss man schon in die Diskussion gehen, um zu sagen, klären wir bitte eines ab, wir werden nicht reagieren. Das geht's ja. Ja, aber das wird leider zu Beginn überhört. Und viele Kunden bleiben in diesem Glauben, ich bin in guten Händen, wir werden dann schon reagieren. Genau. Genau. Und da sehen wir, das jetzige Beispiel zeigt, reagieren, auf den ersten Verlust hin alles rausschmeißen, alles verkaufen und dann plötzlich ein Double-Digit wieder Gegenbewegung. Also, und das kommt auch immer. Und ja, wie gesagt, dieses Reagieren ist immer so eine Sache. Nur bevor wir über die Märkte sprechen, müssen wir noch über die Risikohinweise sprechen. Genau. Also wir unterhalten uns über den Kapitalmarkt. Wir werden auch einzelne Märkte, einzelne Titel, einzelne Fonds oder Ähnliches auch erwähnen. Das ist alles nur plakativ, um eben unsere Meinung auch kundzutun. Es ersetzt auf keinen Fall eine entsprechende Beratung, ist auch keine Aufforderung, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen oder irgendwelche sonstige Handlungen zu setzen. Und sollten wir über Performance-Zahlen sprechen, über die vergangenen Performance-Zahlen, dann ist es auch nur plakativ und ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen oder Performance-Zahlen. Da habe ich dich kurz rangezoomt, das war ganz wichtig, dass man auch merkt, diese Aussage ist ganz wichtig, dass man das auch richtig zuordnet. Aber wenn wir trotzdem hier hineingehen, eben dieses Reagieren, ganz eine schwierige Situation, weil, und eigentlich sind ja die Berater und der Kapitalmarkt ist ja selber schuld daran, wenn das ja von den Anlegern erwartet wird, weil immer wieder diese Prognosefähigkeit in den Vordergrund gestellt wird. Und jetzt sind wir beim ersten Thema. Das wäre, wenn man das falsch angeht, wieder eine Prognosefähigkeit, nämlich zu sagen, welcher Wahlausgang wird am 5. November angeblich besser sein? Und da würde mich auch deine Meinung interessieren dazu, ob du tief überzeugt bist, dass tatsächlich so große Unterschiede sind. Ich greife eine ganz aktuelle Schlagzeile auf. Also es sind zwei, die zur aktuellen Situation passen. Der Trump hat vor einiger Zeit gesagt, wenn schon ein Crash käme, dann würde er sich diesen Crash jetzt noch wünschen und nicht in seiner Präsidentschaft, weil für die Amerikaner der Kapitalmarkt ja so wichtig ist. 60% ist in Aktien investiert, auch über die Pensionsfonds und die Pensionskonten. Das heißt, es ist in Wahrheit, glaube ich, egal, welcher Präsident da ist, er muss mit einem Auge immer darauf auch schauen, dass es den Kapitalanlagemärkten gut geht, weil das Sicherheitsgefühl Richtung Pension über die Märkte
sich abspielt und auch die Konsumfrage damit direkt zusammenhängt. Ja. Und somit wird ja die Frage, wer dann schlussendlich gewinnt, für die Märkte fast irrelevant. Aber wie siehst du es du? Naja, grundsätzlich einmal kann man in der Empirie schon sehen, also in der Betrachtung der letzten 10, 20 Präsidentschaftswahlen, kann man mal sagen, dass grundsätzlich Wahljahre für die Börse zumeist gute Jahre waren. Also die Börsen sind meistens in Wahljahren eher nach oben gegangen, wobei in den letzten Jahren war es eher so, dass ein bisschen eine Tendenz dafür da war, dass demokratische Präsidenten im Endeffekt einen stärkeren positiven Einfluss hatten als republikanische. Aber man muss dazu sagen, das ist auch ein bisschen geschuldet. Wir hatten die Finanzmarktkrise und die Telekom-Krise halt in republikanischen Zeiten. Für das konnte er nichts. Also im Grunde genommen glaub ich, dass einfach diese Börsenweisheiten oder Binsenweisheiten einfach, man versucht halt einfach, so wie jeder Mensch, versuchen wir einfach Muster zu finden und dass man einfach sagen kann, ja, wenn der gewinnt, dann passiert das. Es ist sowieso wie bei vielen Dingen, viele Investmentbanken oder Brokerage-Firmen versuchen ganz einfach, den Kunden dazu zu bewegen, dass er einfach Transaktionen tätigt. Und wann tätigt jemand Transaktionen, wenn es irgendwelche Stories gibt? Und ich würde hier einfach sehr, sehr vorsichtig sein, weil wie gesagt, jeder Broker lebt davon, dass ich kaufe und verkaufe. Ja. Er muss mich einfach animieren dazu, das zu tun. Und wie mache ich das? Indem ich ihm schlüssige Stories erzähle. Also ich habe hier eine Grafik ausgegraben, wo man sieht, einerseits wie unter den unterschiedlichen Farben die Verschuldung und parallel dazu auch die Märkte sich entwickelt haben. Und das Lustige ist, weil auch ab und zu unterstellt wird, die eine Partei treibt die Verschuldung eher in die Höhe als die andere. Da sehen wir in der Vergangenheit keine Unterschiede. Und dahinter sind die Marktentwicklungen, wenn man da den Standard & Poor's Index hinterlegt, so wie du sagst, weil natürlich der Broker und die Märkte nur deswegen, weil ein anderer Präsident ist, mit ihrer Storyline nicht aufhören, weil sie natürlich davon leben, dass hier Transaktionen stattfinden und weiterhin mit der Wirtschaft gearbeitet wird. Genau, und natürlich gibt es auch in Amerika ein bisschen Klientelpolitik. Die Republikaner haben eher den Nimbus, dass sie die Steuern für die Reichen senken und dadurch einen Stimulus schaffen. Und die Demokraten eher dafür, dass sie eben eher auf die kleineren, mittleren Einkommen gehen und die dann wieder mehr konsumieren und auch dadurch eine gewisse Nachfrage schaffen. Also, wie gesagt, der Chart zeigt auch, es ist nicht ganz klar differenzierbar, weil ich kann jetzt auch, wenn ich jetzt die 4 Jahre Präsident bin, nicht plötzlich das gesamte Wirtschaftssystem ändern oder überhaupt das gesamte Gebaren einer Administration ändern. Also es wird keiner plötzlich jetzt sagen, okay, wir machen jetzt alles anders als davor. Ja, das Spannende ist, gehen ja gleich weiter. Das Spannende ist ja auch, dass und ich glaube, das, was man derzeit gesehen hat, war diese Richtungsveränderung Richtung erneuerbare Energie, Richtung Nachhaltigkeit. Und da konnte man fast einer Partei das zuordnen, dass die Demokraten eher pro Klimathemabehandlung, Energiewandel, Nachhaltigkeit waren. Und damit man was nicht das gleiche Lied singt, wahrscheinlich der Trump als Gegenpol, also er ist in fast allen Punkten immer dagegen, was die anderen sind, wurscht wie es ist, eher dann fossile Energieträger, alte Energieversorgung und so weiter. Und interessant war es ja, dass im Kapitalmarkt in den letzten Jahren durch die Positionierung der großen Vermögensverwalter, allen voran BlackRock, eine sehr klare Positionierung ja kam und damit auch viel Kapital Richtung Energiewende, Richtung Nachhaltigkeit, Richtung ESG, all die Themen. Und das haben wir jetzt heuer gesehen, nachdem es klar war, dass, oder klarer geworden ist, dass vermutlich der Trump gewinnen könnte, solange er gegen einen anderen alten Mann angetreten ist, haben die Märkte begonnen, Transformation, erneuerbare Energie, ESG quasi auszupreisen und wieder fossile und alte Themen einzupreisen. Und deswegen glaube ich, dass dieses Gefühl aufgekommen ist,
dass es heuer entscheidender sein wird, wer gewinnt, weil eben so große Bewegungen bei den Energiethemen. Wie siehst du das? Ja, aber ich glaube, auch eine Trump-Administration könnte sich nicht ganz den Entwicklungen, die wir global sehen, entziehen, dass einfach gewisse Unwetterhäufigkeiten oder Unwetterkatastrophen stärker auftreten als andere. Also ich glaube, auch da wird es sich schwer tun, faktenbasiert eben dagegen zu sein. Gut, wir wissen, dass der Trump gegen Fakten immer der wieder im Waldstaubsaugen hat. Aber, vor allem, wie war das vor Jahren? Die Waldbewohner in Österreich mit Walddörfern, Waldstädten. Aber man muss sagen, dieser Hype war ja auch, es war ja auch gehypt ein bisschen. Ich meine, ähnlich wie jetzt vor dem jetzigen Rückgang, den wir kurz hatten, die KI. Also ja. War ja auch überall, wo KI draufgestanden ist, das wurde sofort auch mit Mitteln ausgestattet, darin wurde investiert. Nvidia ist mittlerweile, bekommt man mit, auch naja, die KI, da muss einmal was investiert werden, bevor die KI mir wirklich einen Nutzen bringt. Also jetzt wird man ein bisschen skeptisch, wo kommen dann diese Gelder her, diese Investitionen her. Naja, dass die Investitionen auch herkommen, das ist klar, aber die Rechtfertigung dafür beginnt man zu suchen, genau. Zu sagen, okay, wir müssen vorbereiten, aber ist es absehbar, wann was zu tun ist? Es ist kein Selbstläufer. Ja, genau. Es ist kein Selbstläufer. Ja. Nur weil ich eben KI einsetze und KI anbiete als Unternehmen, bin ich nicht von vornherein per se erfolgreich oder produktiver als andere. Weil da muss noch viel passieren. Und bei den Erneuerbaren ist es ja auch ähnlich. Also nur weil ich jetzt da schnell die besten Windräder herstellen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich sofort jetzt die Gewinne nach oben schraube, sondern da müssen noch andere Faktoren mitspielen. Die Politik muss mitspielen, es muss die Gesellschaft, es muss akzeptiert werden, etc. etc. Also, ich glaube, das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, wenn man das anschaut, das vergessen sehr viele, weil ich oft höre, dass man im Zusammenhang mit der KI ungeduldig ist und erwartet so schnell Ergebnisse. Aber zwei Dinge sind Fakten. Es sind schnell Gelder in einer unglaublichen Dimension in die Hand genommen worden. Das fällt woanders. Und das Zweite ist, dass natürlich in der Breite, gerade bei KI, die Menschen das Gefühl haben, dass die KI ja noch nicht eine Hilfe ist, sondern in vielen Bereichen sogar eine Existenzgefahr, weil vielleicht Jobs verschwinden und Ähnliches. Das heißt, es kommt noch eine zweite Bremse dazu in diesem Transformationsprozess. Das sind wir Menschen selber. Genau. Genau. Dass wir zwar neugierig sind und sagen, na schauen wir mal, wo wird die KI tatsächlich helfen, aber positiv mithelfen, dass die KI schneller kommt und ich damit schneller vielleicht wegradiert bin, das tut man ja natürlich auch nicht. Ja, und da kommt ja auch noch der Gesetzgeber dazu, der ja auch noch sagt, Moment, das muss alles geregelt sein, weil natürlich die KI auch gewisse Risiken mit sich bringt und auch das muss dann bedacht werden und könnte ein bisschen ein Hemmnis sein, weil eben die Auflagen und die Richtlinien, die auf uns einprasseln, natürlich auch hier eine gewisse Verschleppung der Adoptionsquote dann auch mit sich bringt. Also, und das wird dem Markt jetzt gerade ein bisschen bewusst, dass man sagt, okay, in den letzten Monaten war das in aller Munde und das wird unser Leben verändern. Und es ist wie bei vielen Dingen, ja, es wird uns verändern, nur wann wissen wir nicht, ob es heute ist oder vielleicht auch erst in ein, zwei Jahren. Und jetzt, was wir jetzt erleben, ist einfach, naja, die Erwartungen, die relativ rasch quasi gesetzt wurden, die verzögern sich jetzt ein bisschen. Genauso wie die Notenbank vielleicht jetzt gefordert ist, wie du auch in deinem Statement sagst, ja. Die Notenbank wird auch nachdenken müssen. Waren jetzt diese Arbeitsmarktdaten, die eigentlich zu diesem Verlust oder zu diesem Nachdenkprozess geführt haben, war das einmal Ausreißer oder ist wirklich eine Wende am Arbeitsmarkt, sodass man vielleicht doch gegensteuern muss und die Wirtschaft unterstützen mit Zinssenkungen? Du hast sogar 50 Basispunkte, sogar 75 Basispunkte in deinem letzten Statement auch angesprochen. Ja, all das wird jetzt passieren, das muss man ein bisschen nachdenken. Aber natürlich die erste Reaktion der Märkte war halt einmal Panik. Und wir haben es auch in Asien sehr, sehr stark gespürt. Ja. Na, bevor wir zu dem Thema kommen, weil das ist an sich eine ganz interessante Geschichte, bleiben wir noch zusammengefasst eben bei der Wahl. Aus dem Blickwinkel der Märkte habe ich das Gefühl, dass es den Märkten eigentlich egal ist, wer gewinnen wird. Ich habe in der Vergangenheit gesehen, dass die Märkte gerne
Berechenbarkeit suchen, um sich daran ausrichten zu können. Und diese Berechenbarkeit muss nicht immer gesund sein. Es kann auch irrationale oder sogar schädliche Entwicklung Berechenbarkeit sein für eine bestimmte Zeit. Das sehen wir vielleicht bei der Carry-Trade-Frage mit Japan. Aber die Märkte suchen eher diese Stabilität. Genau. Und das war vor einem Monat noch eher da, weil da waren zwei alte Männer und in diesem Spiel der zwei alten Männer, die beide ein bisschen angeschlagen sind, war die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Trump gewinnt. Jetzt ist ja aber ein Spieler aus dem Spiel genommen worden und mit in dieser Relation wirkt eine Kamala Harris sehr jung, sehr spritzig, sehr eloquent. Ja, richtig. Ja, und der alte Herr noch älter und noch problematischer. Und das ist etwas für die Märkte, denen gefällt jetzt nicht unbedingt jetzt mehr eine Kamala Harris, sondern es ist eine neue Unbekannte aufgetaucht, die dann neu irgendwie zugeordnet werden muss. Und deswegen reagieren sie mit Volatilität. Das ist auch für die Wahlkampfstrategen von Trump gar nicht so einfach, weil die haben sich ja doch ein bisschen eingeschossen auf den Sleepy Joe, auf seine Gebrechlichkeit. Ja. Und Alter ist jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr ein Ding, das angesprochen werden sollte, weil Donald Trump ja doch um einiges älter ist als seine Herausforderin. Ja. Ja, es war, also für die Märkte war es natürlich eine große Überraschung und man muss jetzt wirklich darauf einstellen, wer wird wirklich das Rennen machen. Also, wobei, wie gesagt, die Auswirkung auf die Märkte, wer dann Präsident ist oder wer Präsidentin ist, muss man wieder sagen, ist kurzfristig. Also, ja. Wir haben es immer wieder bei vielen Events gesehen, wo man gesagt hat, plötzlich ist der Markt am falschen Fuß erwischt worden. Das war dann nach ein paar Wochen überhaupt kein Thema mehr. Also es war dann alles wieder... Und viel Spielraum, wie viel Spielraum hat der US-Präsident eigentlich? Wenn wir uns die Verschuldung des Landes anschauen, also viel Spielraum hat er auch nicht im Endeffekt. Ja. Das Spannende ist, genau das, was du jetzt ansprichst, das ist für die Anleger immer wieder am schwierigsten, die persönlichen Vorlieben oder politische Endergebnisse, die man gern hätte, von den Entwicklungen der Märkte zu trennen. Genau. Und deswegen, es kann sein, dass eine Konstellation entsteht, die ich gerne hätte, aber dann die Wirkung auf den Anlagemärkten nicht so positiv ist. Genau. Weil eben, das ist das Schwierigste, das sage ich in dem Podcast immer wieder, die Märkte sind nicht dafür da, um jemanden zu belohnen oder zu bestrafen, sondern die agieren einfach zwischen Angebot und Nachfrage. Fertig. Und da gibt es eine Preisbildung. Und es gibt irgendeinen Grund, warum entweder stärker gekauft wird oder einen Grund, warum stärker verkauft wird. Aber genauso kann es Gründe geben, warum stärker auf der Verkäuferseite agiert wird und weniger stark auf der Käuferseite, weil die Zukunftsbilder halt unterschiedlich sind. Aber das Problem daran ist, dass die Erklärung, warum das genau passiert ist, meistens erst im Nachhinein gelingt und nicht im Vorhinein. Das heißt, im Nachhinein wissen wir alle, ja, ist klar, dass es so gekommen ist, aber im Vorhinein war es immer ja, schwer absehbar oder zumindest mit gewissen Risiken verbunden. Naja, aber die Suche nach Erklärungen, das ist ja sehr aktuell, seit Montag. weil eben die Frage aufkommt, warum ist dieser Auslöser jetzt passiert mit diesem starken Kursrückgang in Japan? Wie ist aus der Summe der ganzen Erklärungen? Weil wenn man die Themen anschaut, könnten alle Themen einzeln für sich schon große Bewegungen auslösen. Jedes Thema, ja. Und jetzt ist aber zu viel zusammengekommen und die Stimmungslage ist gekippt. Dieser berühmte Schmetterlingflügelschlag ist dazu gekommen. Was ist am nächsten für dich, dass im japanischen Markt diese Bewegung so stark war? Warum es jetzt im Endeffekt Japan war, wie du selber sagst, es hätte viele Auslöser geben können. Und wenn wir uns die Crash der letzten Jahre anschauen, ich meine, 87 war es eine missglückte Übernahme, 2001 waren es ganz einfach überzogene Bewertungen im Telekom-Sektor. Also es gibt dann dieses sprichwörtliche Tröpfchen, das genau dann das Fass zum Überlaufen bringt und dann die Dämme fallen. Und das ist halt im Kapitalmarkt genauso. Welches Tröpfchen das ist und wo das Tröpfchen herkommt und wo es auch auf die Masse trifft, ist sehr, sehr schwer prognostizierbar. Ich hätte eigentlich nicht von Japan gedacht, dass es ausgehen wird, obgleich, man muss auch dazu sagen, der japanische Markt war ja doch in den letzten Monaten ein sehr, sehr starker Markt. Ich meine,
wir alle erinnern uns vielleicht noch an die Schlagzeile, wir haben jetzt das 89er Hoch endlich im Nikkei geknackt. Also das war schon irgendwie eine astronomische Marke, wobei ich mal eher gedacht habe, naja, Zeit wird's, oder? Nach einer ganzen Generation an Börsenhändlern, die vielleicht jetzt schon in Pension sind, dass man das nicht knackt. Aber man muss auch dazu sagen, der japanische Markt ist auch in den letzten Monaten sehr, sehr stark und sehr fest gewesen. Und da hat es halt auch gewisse Erwartungen gegeben, die halt im Endeffekt sich jetzt nicht das wahr wird. Also wie gesagt, ich hätte den japanischen Markt nicht erwartet, dass das der Auslöser ist, dass es eine globale Korrektur gibt. Aber gut, es ist jetzt so. Und wir warten jetzt mal ab, wie diese Korrektur weitergeht. Ob es eine Korrektur ist, oder ob es ein Bärmarkt ist. Was? Und in Summe der Erklärungen dieser massiv, weil das ist für den Privatanleger fast am schwierigsten zuzuordnen, die Erklärung mit der Auflösung des Carry Trades. Ich habe gerade in der letzten Woche im Podcast diskutiert die Fragestellung Mieten oder Immobilie kaufen und daneben Kapital anlegen. Und da ist eine Situation drinnen, dass heute auf eine Immobilie von der Bank Kredit gegeben wird, ja, den privaten Haushalten. Und damit passiert ja eigentlich über diese Kreditfrage eine Vermögenshebel-Transformation. Genau. Und da haben wir diskutiert, dass ohne Immobilie, ohne Sicherheit, nur für Kapitalanlagen Kredite aufzunehmen für den privaten A nicht geht und auch nicht unbedingt ratsam ist. Und jetzt hört man, dass im Stillen im Hintergrund über Jahre eher wahrscheinlich institutionelle Investoren aus Amerika und aus Europa diese Zinsdifferenzgeschäfte und Währungsdifferenzgeschäfte, Fremdwährungskredite, wie man es früher Schweizer Franken und Yen weitergespielt haben und damit eine große Verschiebung aufgebaut haben, dass die Welt quasi offensichtlich in Japan so stark verschuldet war und aggressiv auf der anderen Seite angelegt war. Wieso gibt es das noch? Naja. Überall woanders sucht man nach Transparenz und hier ist so wenig. Naja, das, was für den Privaten gilt, gilt ja für den institutionellen Kunden nicht. Und man kann ja das Ganze nicht über einen echten Kredit machen, sondern auch über strukturierte Produkte, die im Hintergrund dieses Thema spielen. Also ich muss ja nicht wirklich einen Kredit aufnehmen und lege das woanders an, sondern das macht man mit Derivaten, mit irgendwelchen Swaps, mit irgendwelchen Differenzgeschäften. Und damit baut sich das Ganze auf. Ich meine, die Behörden haben schon dagegen gewirkt, eigentlich schon in der letzten Finanzkrise, dass sie eben dieses EMIR eingeführt haben, sodass man eben solche außerbörslichen Derivate auch melden muss. Das Problem ist ja nur, da wird so viel hingemeldet, dass die Behörde, ich bin mir nicht sicher, ob die mit diesem Meldestatus überhaupt was anfangen kann. Aber natürlich, es gibt sehr viele Bücher, die im Derivatbereich diesen Trade gespielt haben und nur sehr wenige haben es wirklich mit echtem Cash gemacht. Also man muss hier schon sagen, der institutionelle Investor hat halt andere Möglichkeiten als der Privatkunde. Aber du hast recht, im Grunde genommen ist das eine Betrachtung, die man sich schon überlegen sollte. Also warum ist es möglich? Aber naja, vor allem, wenn man in den Erklärungen die Logik jetzt sieht und dort merkt, aha, dann ist klar, dass gesunde Unternehmen von heute auf morgen plötzlich auch im Kurs fallen, weil dort Verkaufsdruck entsteht. Ja. Aber die Zahlen an sich sind Wahnsinn. Da sind in den letzten Tagen bei meinen Recherchen zwischen möglicherweise 4 Billionen Dollar aufgebauten Carry Trade über 20 bis hin zu 210 Billionen aufgetaucht und es kann nicht zugeordnet werden. Keiner weiß es. Und da ist dann berechtigt, dass der Privatanleger unsicher wird, wenn gerade im institutionellen Bereich solche Unsicherheiten unter der Decke stecken. Naja, es ist überall so. Wenn man sich diese Immobilienkrise in China anschaut, die vor einigen Jahren, da hat man auch nicht genau gewusst, wie groß ist das Ausmaß wirklich jetzt. Also, und auch die Notenbanken, die in den letzten Jahren das Ganze ein bisschen befeuert haben, ich meine, wie groß die Budgets hier waren, wie groß die Bilanzsummen ausgeweitet wurden. Ich meine, das sind Beträge, wenn man die wieder einfangen will, das ist eigentlich alles nicht so einfach. Und wie gesagt, auch da,
mich verwundert es auch immer wieder, dass man solche Ungleichgewichte nicht erkennt oder nicht zumindest irgendwie gegensteuern kann. Vor allem die Notenbanken sollten hier schon die Kapitalflüsse und hier gibt es ja auch den alten Spruch, wenn du irgendwas auffinden willst, folge dem Weg des Geldes. Und im Grunde genommen ist es hier genau das Gleiche. Wobei, ich befasse mich jetzt viel mit den Themen und in meinem Podcast war ja die Kommunikation der japanischen Notenbank schon seit sehr langer Zeit in zwei Richtungen sehr laut zu hören. Deswegen überrascht mich selber die Überraschung der Industrie, dass der japanischen Notenbank die Abwertung des Yen nicht gefällt und immer wieder Interventionen da waren und auch jetzt diese radikalste Intervention mit 43 Milliarden, um dann um 20% den Yen hochzuziehen. Das war so laut immer wieder angesprochen, aber wahrscheinlich haben sich Marktteilnehmer darauf verlassen, das wird der Notenbank nicht gelingen. Genau. Weil immer wieder waren Versuche da, die dann gescheitert sind und man hat sich quasi darauf eingestellt, dass eh nur gequatscht wird, aber ganz sicher weiter abwertet. Und die zweite Geschichte mit der Zinsseite, dass man die Zinsen heben will. Ja, seit George Soros in den Anfang der 90er Jahre hat man ja gesagt, naja, der Kapitalmarkt ist stärker teilweise als die Notenbanken. Was natürlich die EZB dann im Zuge der Euro-Krise ein bisschen widerlegt hat, ja, mit ihrem Whatever It Takes. Aber auch eine Schweizer Nationalbank auch 2015 belegt hat. Genau. Also, und jetzt offensichtlich Japaner auch. So ist es, ja. Aber es ist interessant, weil auch da sieht man, dass große Bewegungen dann zustande kommen, wenn eine Überzeugung beginnt, sich zu manifestieren, dann werden auf der anderen Seite Absicherungsrisiken abgebaut und dann ist eine Gegenpartei, die doch stark genug ist, das in einer Dimension anders zu machen und die Märkte zu überraschen. Die dann quasi eben dazu führt, dass der eine Dominostein, der eigentlich nicht fallen sollte, dann trotzdem fällt, ob das jetzt eine Bank ist, die zum Beispiel zu viel in Treasuries investiert ist, wenn die Zinsen steigen oder ähnliche Dinge, das passiert dann. Passiert dann. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass es passiert, aber es gibt eine Restwahrscheinlichkeit. Und einerseits, das habe ich vorhin gesagt, die Märkte lieben angeblich sichere Entwicklungen, weil sie sich darauf dann einstellen und positionieren. Ja. Und auf der anderen Seite genau dann, wenn etwas zu sicher wird, dann müsste man eigentlich beginnen als Anleger, als Erfahrener, dem zu misstrauen und zu sagen, es gibt eben keine hundertprozentige Sicherheit und es ist nur die Frage, wann wird diese angebliche hundertprozentige Sicherheit umgedreht? Naja, aber um jetzt trotzdem den Anlegerinnen und Anlegern zumindest ein bisschen einen Wegweiser zu geben. Jetzt die Frage, wie kann ich mich vor diesem Freitag oder vor diesem Montag, den wir jetzt erlebt haben, wie kann ich mich da oder wie soll ich mich da verhalten? Ich meine, du hast in deinem Interview gesagt, schauen wir jetzt einmal. Ich meine, Gier ist nicht gut, Angst ist nicht gut, also man sollte eher ein bisschen besonnen agieren in solchen Situationen. Ich glaube, es ist auch wichtig, immer wieder dazu zu sagen, die Zeit Achse ist auch entscheidend, in welchem Zeitrahmen denke ich. Und ich habe heute ein sehr interessantes Gespräch gehabt, weil da kam auch die Aussage, die Zeit wird dann schon richten und es wird alles wieder gut werden. Und das ist ein bisschen das Modell, langfristig wird es eh gut, langfristig wissen wir, wie es wird, angeblich. Also brauchen wir es nur aussitzen. Und ich habe dann dazu gesagt, die Zeit ist aus einem anderen Grund aus meiner Sicht wichtig, weil entweder wird es nach den bekannten Modellen wieder gut, weil es sich dorthin zurückentwickelt, oder die Zeit ist wichtig, weil es nicht wird, aber wir dann Zeit haben, uns an die neuen Rahmenbedingungen einfach anzupassen. Ja, also so quasi die Zeit heilt alle Wunden. Die Zeit heilt, aber nicht immer nur in eine Richtung. Es kann ja sein, dass ein Heilungsprozess von uns ausgeht, weil wir uns an die neue Rahmenbedingung schlichtweg einfach über die Zeit anpassen. Ja, aber das ist immer lang, das ist immer über die Zeit gespielt. Aber es gibt natürlich auch Instrumente und es gibt auch Möglichkeiten in einem Portfolio, gerade dann, wenn Unsicherheiten in die Märkte reinkommen,
sich dennoch abzusichern? Naja, deine Formulierung gefällt mir nicht. Wenn Unsicherheiten reinkommen, absichern. Naja, wenn die Unsicherheiten reinkommen, ist es zu spät. Genau. Also ich muss eigentlich agieren. Ich sollte, wenn es müsste eigentlich ein Kontraindikator sein, zu sagen, okay, wenn keine Unsicherheit da ist, dann setze ich Handlungen und wenn Unsicherheit da ist, dann brauche ich nicht mehr die Handlungen setzen, sondern kann wieder genau entgegengesetzt. Ja. Also einer dieser Indikatoren, den ich gerne beobachte, ist der VIX-Index. Mhm. Was ist der VIX-Index oder VIX-Index? Und zwar ist der quasi die implizite Volatilität, die der Markt erwartet. Das heißt, das hat jetzt nichts mit einer historischen Volatilität, die man aus der Historie herausrechnet, zu tun, sondern hier geht es rein nur darum, welche Schwankung erwartet der Markt in den nächsten 1, 2, 3 Monaten. Ist dieser VIX-Index hoch, dann erwartet der Markt starke Schwankungen. Und ist dieser VIX-Index niedrig, dann erwartet der Markt niedrige Schwankungen. Ich hab diesen Index jetzt gerade ausgegraben und kurz eingeblendet. Und was man hier eben sieht, und wenn man sich die Börsenhistorie ein bisschen vor Augen hält, dieser Anstieg 2020, wann ist der passiert? Nicht vor der Krise, sondern mitten in der Krise. Das heißt, auch der VIX-Index und die Märkte reagieren hier. Das heißt, es kommt irgendeine Unsicherheit auf, die Märkte beginnen zu fallen und dieser VIX-Index schießt nach oben. Und das ist für mich so ein sogenannter Angstindex. Aber du hast jetzt gesagt, ich würde bei dieser Bezeichnung gern beim Unsicherheitsindex bleiben, ja. Weil dieser VIX-Index springt so lange hoch, solange die Unsicherheit neu ist, noch nicht eingepreist ist, noch nicht behandelt ist, manifestiert sich dann in Angst. Aber es ist eigentlich die Unsicherheit. Auf das wollte ich hinaus. Ja. Also man sieht auch, wenn man sich diesen Chart anschaut, diese Spitzen sind dünn und fallen relativ schnell wieder ab. Also diese Angst ist nicht etwas, was sich langsam aufbaut und dann schon langsam in Panik geht, sondern die Panik ist sofort da, ja, wie man an diesem Index sehen kann. Und dieser VIX-Index zeigt auch, wie teuer ist eine Absicherung. Weil dieser VIX-Index wird dafür herangezogen, den Preis von Optionen. Aber denke mal, was war dein Beispiel? Den Preis von Optionen zu berechnen. Mhm. Ist der VIX-Index hoch, kostet mich eine Option viel, das heißt eine Absicherung ist teuer. Kann man via Versicherungsprämie sehen. Wenn man das danach anschaut, sieht man, dass im heurigen Jahr und sehr, sehr lange Absicherungen gar nichts mehr gekostet haben. Genau, und das ist leider Gottes dauern diese Phasen oftmals lange. Das heißt, immer wenn ich mich dann in so einer Niedrigphase absichere, dann kostet mich das was. Weil, wie gesagt, die Absicherung, wenn nichts passiert, war ja umsonst. Aber man muss ehrlich sagen, es ist ja besser, wenn du eine Krankenversicherung hast, bist du ja auch froh, wenn du es nicht brauchst. Ich meine, du sagst auch nicht einmal, später mal, verdammt, wäre ich mehr krank gewesen. Will ja keiner. Und dieser VIX-Index war natürlich in der Phase davor, wenn man es anschauen kann, Ende 23. Man sieht die Unsicherheit auch 22 mit dem Ukraine-Krieg. Da ist er ein bisschen schon nach oben gegangen tendenziell, wenn man einen Durchschnitt rechnet. Aber er war eigentlich Ende 23, Anfang 24 relativ tief. Und solche Phasen eigentlich sind dafür da, dass man einfach billig Absicherung kauft. Wie kann man das machen? Ich meine, entweder mit Optionen, ist kompliziert. Aber es gibt auch vor allem in Deutschland sehr viele Optionsscheine, die ähnlich wie Optionen funktionieren und die kann man kaufen. Ja. Und man müsste halt dann sich ein kleines Budget zusammensetzen, okay, ich riskiere 2% meines Portfolios für eben diese Absicherung, um eben dann im Falle, wenn dasselbe passiert wie 2020 oder wie es jetzt am Freitag passiert ist und auch der VIX-Index, kann man schauen, wie stark sich der da entwickelt hat, dann federt mich das zumindest den temporären Verlust ab. Aber, und das ist sehr komplex. Auch komplex. Und die Herausforderung ist, ich müsste dann diesen nach oben gesprungenen Index an der Spitze oder an der Höhe der Unsicherheit möglicherweise sogar verkaufen, weil ich daraus ja nur dann Erträge realisiere, wenn ich es auch verkaufe. Wenn ich es behalte, sinkt das ja wieder ab. Das stimmt, es sinkt schon ab, aber ich meine, der VIX ist ein Ertragsindikator, der zweite ist natürlich der Markt. Wenn der Markt nach unten geht, dann
bekommt meine Option natürlich Fahrt und bekommt einen inneren Wert und dann wird der VIX-Index unwichtiger für die Preisbildung. Genau. Aber natürlich, du hast schon recht, man müsste eigentlich dann, wenn der VIX hoch ist, müsste man eigentlich die Absicherung wieder verkaufen. Weil genau. Dann verkaufe ich meine Absicherung an einen Dritten, der vielleicht reagiert, zu einem sehr, sehr hohen Preis. Ja, ja. Und das ist eigentlich die Strategie vieler Absolute Return Fonds. Die sagen einfach, wenn der VIX hoch ist, verkaufe ich Risiko oder Risikoabsicherung, wenn er niedrig ist, kaufe ich Risiko. Aber das Schwierige ist, und es gibt einzelne Anleger, die haben mit diesen Instrumenten, aber wenn diese tiefe Phase zu lange dauert, dann noch länger dauert, halt immer wieder ein. Du zahlst ein, du hast die Kosten. Ja? Und das wird zermürbend und da kommen wir wieder dorthin zurück, dass es unglaublich viel Disziplin erfordert, nicht den aktuellen Marktstimmungen nachzugeben, sondern seine Strategie recht hart zu verfolgen. Ich habe heute interessanterweise auch von Anlegern, wo man merkt, da ist eine Strategie dahinter, da ist eine Idee dahinter, die Rückmeldung bekommen. Ich bin um 3 aufgestanden und habe versucht, in Japan richtige Schnäppchen zu finden, war aber nicht mehr möglich. Ja? Aber sowas macht nur jemand, der schon eine Idee hat, eine Strategie hat und in der momentanen Lage sehr besonnen und ruhig als Europäer sogar um 3 aufsteht und sagt, dort habe ich eine Sondersituation, deswegen versuche ich. Dazu muss ich aber die Zugänge haben, muss ich die Instrumente haben, die Mechanismen haben. Da sieht man, jetzt zu beginnen in so einer Situation zu sagen, was tue ich jetzt, ist viel zu spät. Ich kann maximal sagen, ich bereite mich auf Szenarien vor, die vielleicht kommen oder auch nicht. Ja. Ja. Genau. Aber jetzt zu agieren, viel zu spät. Noch ein kleiner Nachsatz, man kann natürlich diesen VIX-Index auch mittels Zertifikaten kaufen, aber davon ist abzuraten, weil diese Zertifikate gerade in der Phase, wo es dann niedrig ist und seitwärts geht, immer wieder so Verluste machen, weil diese... Durch das Rollen in neue Kontrakte. Also man kann den VIX-Index nicht kaufen und warten, dass er wieder steigt, das wäre schön, sondern man macht in dem Fall Verluste. Und wo ich auch nicht raten würde, sind einfach irgendwelche Zertifikate, wo diese Dinge eingebaut sind, weil die sind meistens sehr, sehr teuer. Das heißt, wenn ich ein Zertifikat habe, wo ich nicht sofort verstehe, wie die Auszahlungsfunktion hier ist, dann würde ich es gleich mal lassen, weil einfach zu viel Kosten drinnen sind. Und zum Zweiten ist, häufig ist auch ein Kreditrisiko drinnen, also ein Emittentenrisiko drinnen. Davon würde ich auch abraten. Ja, ja. Also ich würde, wenn dann, und wenn man sich mit der Materie beschäftigt hat oder vielleicht einen Berater hat, der das zeigen kann, ich würde mit diesen Optionsscheinen ein bisschen mal schauen, vielleicht einmal ein bisschen Trockentraining machen und schauen, wie sich die entwickeln. Das wäre eine Möglichkeit. Wie sich die Rollverluste auswirken können, das haben wir ja gesehen im Jahr 2020. Ja. Kannst du dich erinnern, wo der Ölpreis plötzlich beim Öl ist es ja ähnlich. Negativ war. Ja. Und das hat sich genau aus diesen Rollverlusten bei den Optionen ergeben, weil ja physisch niemand Geld bekommen hat, wenn er Öl bezahlt hat. Aber an den Optionsmärkten hat sich und das auch ergeben. Auch in dem VIX-Index, also die Rollverluste sind oft zweistellig im Jahr, wenn sie nichts tut, wenn sie seitwärts gehen. Wenn man das Jahr... Das liegt an der Systematik der Kapitalmärkte und der Future-Märkte. Und mich hat auch ein Kunde angerufen und sagt, Freitag hatte ich noch 50.000 am Depot, jetzt habe ich 40.000. Hätte man was machen sollen eigentlich? Und im Grunde genommen kann man sagen, oder hat dieser Kunde einen Fehler gemacht, hängt davon ab. Es gibt zwei Szenarien, wo ich sagen würde, das eine ist, wenn der Kunde festgelegt hätte, wenn ich 50.000 mit einem Portfolio erreiche, steige ich aus. Wenn er das nicht gemacht hat, war es ein Fehler. Und das Zweite ist, wenn der Kunde das Geld jetzt brauchen würde, weil dann hätte er schon länger, dann hätte er nicht 100% Aktien haben dürfen. Genau. Also diese zwei Szenarien wären für mich ein Fehler, dieses Kunden, wenn er von 50 auf 40 geht, alles andere... Ja, absolut. Aber es ist ja ganz schwierig. Ich habe diesen Index hier, weil da muss man tatsächlich losgelöst von den aktuellen Entwicklungen eine Idee und Strategie für sich haben und sagen, okay, ich verstehe, ich kaufe Absicherung unter bestimmten Rahmenbedingungen. Aber natürlich, die VIX-Zahlen sind ja deswegen so tief, weil aktuell niemand
Absicherung haben will. Nicht nachgefragt. Und wer kauft dann? Naja, da muss ich schon eine ganz klare Überzeugung haben. Und warum ist diese Ziffer jetzt so oben? Ja, weil jeder jetzt in der Unsicherheit das kauft. Ja? Und da muss ich auch ganz klar dann sagen, naja, gerade jetzt kaufe ich es dann nicht. Natürlich ist die Möglichkeit da, dass das noch weiter steigt. Aber in Relation, ja, brauche ich das jetzt nicht mehr. Und das Tückische daran ist halt, wenn man den Index anschaut, wenn man das letzte Jahr, ist der einfach seitwärts gegangen, sehr, sehr tief. Also ja. Es sind ja sogar Produkte, habe ich jetzt auch gelesen, in diesen abnormalen Entwicklungen darauf aufgebaut worden, dass dieser VIX-Index geschortet wurde, weil es so sicher war über die Zeit, dass dieser Index ja sowieso nur fällt. Da sind ja dann wieder Produkte aus dem Kapitalmarkt darauf aufgelegt. Das heißt, die sind ja nochmal gekriegt worden. Naja, vor allem, es gibt ja auch auf den VIX-Index Optionen drauf, die wiederum den VIX. Also es gibt hier sehr viele Dinge und wie gesagt, diese deutschen Optionsscheine oder zumindest Optionsscheine, die relativ normal gepreist sind, die würde ich noch verstehen und kann man vielleicht sich auch anschauen. Aber alles, was dann komplexer wird, wäre ich sehr vorsichtig. Ja, also wir, das Spannende ist, in solchen Phasen entsteht sehr viel Aufmerksamkeit und da glauben sehr viele tatsächlich, jetzt muss ich reagieren und in solchen Phasen werden nicht in solchen Phasen werden große Vermögen aufgebaut und stabilisiert, sondern losgelöst von solchen Zeiträumen. Genau, das wenn man sich wirklich bei einem Glas Wein hinsetzt und in Ruhe nachdenkt und seine Strategie hat und es dementsprechend aufbaut, da ist das Entscheidende. Und nicht, weil man jetzt hektisch schnell agiert. Also ich glaube, das Timing ist sowieso schwierig. Aber in solchen Phasen ist die Timing-Frage noch schwieriger. Klar. Weil die Bewegungen sind ja komplett unberechenbar und erratisch. Und wenn ich es jetzt erwischen würde, muss man sich das eingestehen, das ist purer Zufall. In Theorie, wenn ich es am Freitag verkauft hätte oder vielleicht Donnerstag verkauft hätte, wäre ich jetzt froh. Aber ich würde ehrlich gesagt sagen, es war reiner Zufall, es war Glück. Ja. Ich konnte das nicht vorhersehen, niemand konnte das vorhersehen, dass es so kommt und dass es auch diese Auswirkung haben wird. Dass es irgendwann einmal kommt, das ist ähnlich wie im Wetter. Irgendwann einmal wird ein Gewitter kommen. Ja, aber heute Morgen, man kann es schon ein bisschen vorhersagen. Aber ich kann nicht sagen, kommt es in einem Monat oder in zwei Monaten? Oder? Naja, das Spannende ist ja an der Geschichte, der normale Privatanleger hat Durchlaufzeiten, T+. Das heißt, selbst wenn jemand am Freitag gesagt hätte, ich verkaufe und hat nicht so eine gute Schnittstelle, um sofort am Freitag das abgewickelt zu bekommen, sind es ja T+1, T+ vielleicht zwei Tage bei manchen Instrumenten. Das heißt, wenn ich am Freitag das Gefühl gehabt hätte und sage, ich gebe meinen Order und am Dienstag wird es durchgeführt wäre genau am Dienstag raus. Ist ein Blindflug, ja. Aber vielleicht sogar schlimmer noch am Montag Schlusskurs. Ja, genau. Ja? Also das sind immer wieder solche Themen, die zeigen und ich hoffe, dass unsere Videos und unsere Gespräche insofern die Mechanismen des Kapitalmarktes entmystifizieren, weil das ist eigentlich unsere Zielsetzung. Ja, genau. Dass man zu jeder Zeit entspannt und ideal sich hinsetzen kann, um eine Strategie, ein Portfolio aufzubauen und auch in solchen Entwicklungen, und die gehören nun mal dazu, also diese über 30 Jahre, die ich jetzt erlebt habe, die haben einen Vorteil, das, was jetzt passiert ist, passiert immer wieder. Und ich bin sicher, bis ich komplett abtrete, wird es noch ein paar Mal solche Aktionen geben. Ja, man sagt ja, die Krisen wiederholen sich nicht, aber sie reimen sich. Ja. Also es ist immer ein bisschen anders, aber am Ende des Tages passieren trotzdem sehr, sehr ähnliche Dinge. Und wir können nicht sagen, wann es passiert. Wir wissen aber, wenn ich heute einen Kunden berate, der hat einen Investmenthorizont von 20 Jahren, weiß ich, der wird durch mindestens zwei Krisen durchgehen. Genau, und sich damit abzufinden, zu sagen, ich gewinne nicht damit, dass ich alles darauf setze, Krisen prognostizieren zu wollen, sondern zu jedem Zeitpunkt mein Portfolio so aufgestellt ist, dass ich bekannte Krisen zumindest abbilde. Und so wie du vorhin gesagt hast, wenn jemand im heurigen Jahr Liquidität benötigt, Geld benötigt, dann ist nicht die Strategie entscheidend, zur rechten Zeit zu reagieren, sondern entscheidend ist,
das Portfolio so aufzubauen, dass wenn ein Ereignis eintritt wie jetzt, dass mich das nicht so trifft. Oder nicht so ein bisschen trifft es mich immer, ja. Aber dass mich das nicht wirklich von 50 auf 40.000 ja. Von, ja. Weil sonst ist es ein Hasardspiel. Was ich da. Naja, es ist Spekulation. Es ist reine Spekulation. Also ähnlich wie, da kann ich ins Casino auch gehen und sagen, okay, ich will mein Geld verdoppeln und ich setze auf Rot. Lieber Martin, ich schaue auf die Zeit und wie immer, wenn wir uns so unterhalten. Jetzt sind wir beim Lieblingsthema, bei den Anleihen. Bei den Anleihen, ja. Die hast du mir jetzt unterschlagen. Also, das ist wieder mal typisch. Die nehmen wir noch vor. Ein paar Minuten haben wir noch. Das kennt man schon aus. Also wenn man uns gern zuhört, hört man sich das auch an. Aber es würde mich interessieren, wie siehst du das tatsächlich? Es waren harte Zeiten. Also ich habe ja meine Anleihenfondsmanager-Kollegen auch ab und zu getroffen. Und wenn er sagt, okay, mein Fonds hat jetzt eine Durchschnittsverzinsung, eine Durchschnittsrendite von 0,45, aber davon gehen 0,25 Kosten weg und da geht noch ein Käst weg. Es war ja wirklich eine schwere Zeit. Und man muss auch dazu sagen, als Anleihenfondsmanager gibt es ja nicht nur die Rendite, die laufende, die man kriegt, sondern man kann ja auch anhand der Zinsstrukturkurve kann man noch Zusatzerträge machen, die teilweise bei steilen Zinsstrukturkurven relativ hoch sind. Aber es war eine schwere Zeit. Aber grundsätzlich muss man sagen, für den Anleger sind gewisse Zinsen oder ein gewisser risikoloser Zins schon gut. Also man hat das auch gesehen, wenn es einen risikolosen Zins gibt, dann kann ich einen gegebenen Ertrag mit viel weniger Risiko erzielen, als wenn es diesen Zins nicht gibt. Und das betrifft uns alle, also ja, nicht nur Anleiheninvestoren oder im Anleihenfondsmanager, sondern wirklich jeder Investor. Wenn ich eine Rendite von 5% haben will, kann ich jetzt, wo es einen risikolosen Zins gibt, mit viel weniger Risiko arbeiten, als wenn es den nicht gibt. Also ja, aber das Interessante ist, natürlich reagieren alle darauf, weil sonst wäre ein Zinssatz nicht eine Konkurrenz für Aktienanleger. Klar, es mischt die Karten ein bisschen neu, ja. es ändert ein bisschen die Herangehensweise von manchen Marktteilnehmern, aber eines ist klar, ich kann durch den risikolosen Zins Erträge, die ich vorher mit hohem Risiko fahren musste, mit etwas geringerem Risiko erzielen. Und das ist das Wichtige. Und somit ist für jeden Kunden, der Geld investiert, ein gewisser Zinssatz wichtig. Und deshalb, ich habe die Liebe zur Anleihen nie verloren. Na, sehr gut. Dann werden wir, denke ich, in den nächsten Talks ein wenig auch über Anleihen plaudern. Ja, ich habe schon gesehen. Ja. Das Interessante ist, wenn man sich mit Anleihen beginnt, sich auseinanderzusetzen, kommt man drauf, dass Anleihen nicht wie Aktien, Aktie, Dividende und das war's, sondern im Anleihenuniversum gibt es eine unglaubliche Vielfältigkeit. Okay. Und natürlich damit auch wesentlich mehr Know-how notwendig, wesentlich mehr Risiken dahinter und so weiter. Aber diese Bandbreite ist schon deutlich bunter. Ja, und da kann man schon viel, viel mehr spielen als nur im Aktienmarkt. Ja, und vor allem, wenn mir im Anleihenportfolio eine Anleihe ausfällt, weil sie eben in Konkurs geht, wirkt sich das viel, viel stärker aus, als wenn ich in einem Aktienportfolio eine Aktie habe, die abschwirrt, weil da habe ich eine andere, die verdoppelt sich. Ja, ja. Eine Anleihe verdoppelt sich in der Regel nicht, außer ja, man ist wirklich im High-Risk-Segment drin. Und deswegen ist es schon sehr, sehr wichtig. Das Risikomanagement ist bei Anleihenfonds wesentlich wichtiger als bei Aktienfonds. Ja, gleich Risikomanagement immer wichtig ist, muss man dazu sagen. Aber das ist das Interessante, weil sehr viele Anleger auch hier ein völlig anderes Bild, ein verzerrtes Bild haben. Stimmt, ich glaube, weil viele Anleihen brauche ich nicht Risikomanagement. Anleihen haben nie ein Risiko für viele Anleger und das stimmt eigentlich nicht. Ja. Also, nur weil Anleihe draufsteht, heißt noch lange nicht, dass es ein risikoarmes Investment ist. Vielleicht können wir auf das einmal eingehen. Wir werden darauf eingehen, aber es ist fasziniert mich gerade dieser Gedanke, dass es 30 Jahre gedauert hat, dass wir zu deinen Kernthemen zurückkehren und die wieder salonfähig werden. Ich bin noch nicht 30 Jahre im Markt. Ich meine, du vielleicht. Also in Wirklichkeit sind es 33 Jahre. Naja, damit haben wir grob angekündigt, dass wir in der ersten Septemberwoche uns wieder sehen werden. Am 3. September ist es wieder geplant, vermutlich da wieder online, weil ich nicht jedes Mal in Graz sein kann, aber wer weiß. Wir versuchen es auf jeden Fall. Wir werden es probieren. Ich bedanke mich bei dir, wie immer. Es war sehr spaßig. Und danke für den guten Tropfen. Also ja, ich gebe zu, auch der österreichische Rosé kann was.
Lieben Gruß an die Familie Teschler, so viel muss er zumindest noch drinnen sein. Also, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Fragen, Kritik an mich, Lob an den Martin. Genau. Und, gute Aufteilung. Ja. Und natürlich Fragen oder Themen, die wir behandeln sollten, kann man uns auch schicken. Die werden wir auf jeden Fall einbauen. Und wir sehen uns am 3. September zum Schulbeginn wieder. Danke.